Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge War Thunder. So, zur Abwechslung fahre ich wieder mal die Deutschen mit dem Panzer 4-70V. Der musste noch weiter ausgebaut werden. Außerdem wollte ich Battle Pass Aufgabe erledigen mit einer FLAG Flugzeuge runterholen, aber man weiß ja, zum Anfang kommen ja noch keine Flugzeuge. Bevor ich mal stundenlang bloß mit der Flak da rumstehe, habe ich mir gedacht, nimmst du den, weil du fliegst ja sowieso. Naja, so sollte man natürlich nicht rangehen an einem Spiel, aber naja, oder in einem Kampf. Aber ich habe gedacht, ich fliege ja sowieso mittendrin raus. Deswegen nehme ich erst den hier und dann danach die Flak. Ja, hier hatte ich ja eigentlich diese gelb-braune Lackierung drauf. Ich weiß gar nicht, ob die von einem Turnier war, wo ich die gewonnen hatte. Ich meine, ich habe bei keinem Turnier mitgemacht, aber ich hatte dann irgendwelche besonderen Aufgaben erfüllt und dann habe ich die bekommen. Ach, keine Ahnung, wie das war. Oder war das mit Drops hier, weil bei Twitch zu gucken? Ist ja auch egal. Aber ich finde, die sieht zwar gut aus, cool, modern, aber naja. Ich weiß ja nicht, ob die Gegner mich dann auch mit diesem gelbfarbenen Ding hier langfahren sehen oder nur meine Leute. Deswegen habe ich mir gedacht, naja, bevor ich hier wie ein Quietscheentchen rumfahre, nimmst lieber die Originale. Ich habe so das Gefühl, so Büsche sind eigentlich gar nicht mehr so, ich sag mal, was heißt gefragt, aber wenn man sich mal so in den Matches so umguckt, da hat kaum einer gestrippt drauf. Ne? Naja. Gut, ich hatte mir gedacht, ich fahre hier, deswegen bin ich da gerade bei diesem Wackelweg da lang gefahren, weil hier links von mir, da bei dem Felsen da gleich, weil da nämlich uns mal einer rausgesnipert hat mit seiner 3 Sekunden Nachladezeitkanone, hier wo wir den Weg lang gekommen sind. Deswegen habe ich mir gedacht, jetzt fährst du da auch mal hin. Der andere da hätten zum Glück hat mich nicht gesehen. Also schleiche ich mich mal hier ganz gekonnt um die Ecke. Ja. Und fahre erstmal hier oben drauf. Weil ich finde, die Kanone hat eine gute, da sehe ich den PT. Und knall ihm mal schön eine so knapp unter dem Turm. Zum Glück ist dieses Knattergeräusch BT. Ich glaube, ist das nicht der BMP bei den Schweden oder so? Ach, das ist auch egal. Ja, ich glaube, ne? Ich glaube, das ist der BMP bei den Schweden. Oder zumindest ein BMP bei irgendeiner anderen Nation. So, jetzt habe ich gedacht, da kommt noch eine. Weil ich die ganze Zeit der Motorgeräusche gehört habe. Aber der steht genau hinter dem Felsen. Deswegen taste ich mich hier ganz langsam hoch. So, jetzt habe ich von links einen Schuss gesehen. Na? Und da sehe ich ihn stehen. Na komm, hilfst du mal deinen Teamkollegen hier? Zack. Habe ich den rausgenommen. Ja, jetzt mache ich eigentlich das einzig Richtige. Immer gleich wieder ein Stück zurückfahren in Deckung. Was ich ja manchmal vergesse. So, jetzt höre ich da vorne ein. Das ist ein KV-85. Zack. Den bügel ich da ein rein. Und dann sehe ich hier natürlich den M4. Und habe gedacht, oh oh, oh oh. Und dann habe ich so gedacht, danke. Ja. Jetzt höre ich das Flugzeug. Das will natürlich zu mir. Ich denke mal, das ist. Und da höre ich die Bombe. Die ist ganz knapp hinter mir reingeknallt, hat man ja gesehen. Da ist zum Glück nur eine Kette kaputt.
Ja, und dann sehe ich natürlich da den T-34 angetackelt kommen. Ich denke, oh nein. Aber meine Kanone geht zum Glück. Ich glaube, er hat mich zu spät gesehen. Und da hat er mich gar nicht mehr gesehen. Das war die nächste Bombe, die hinter mir geknallt ist. Habe ich das wieder überlebt? Das war, ja, guck mal, ein Helm ist immer, ne, da hinten, der Helm. Ich glaube, der hat mich beschützt. So, jetzt sehe ich da unten den nächsten M4. Jetzt stelle ich mir natürlich gleich wieder ein bisschen Putting an. Ich habe nicht gewusst, dass er hier, ich habe nicht gedacht, dass er hier hochgeschissen kommt, aber er hat den Schuss zum Glück versemmelt. So, und statt ich das jetzt ganz ruhig mache, ja, natürlich Abpraller, ist ja klar. So, jetzt hätte ich vielleicht ein bisschen weiter vorfahren sollen, damit ich die Kanone mehr in den, ich sag mal, in den Bauch da, in den, ne, da bei der Kanone rein. Aber jetzt hat es endlich geklappt. Hat lange gedauert. Aber wie sagt man immer, ne? Was lange währt, ist gut. Was lange währt, wird gut. So, das war der Abschuss Nummer 5. Habe ich so gedacht, ja, wenn ich mir das so angucke, dann wird es wohl nichts mehr mit der Flak. Hier musste ich selber lachen. Hat gedacht, ja, verbrauche ich ein bisschen weiter nach links. Immer schön über den Stein fahren. Oh nein, ich schon wieder ein Flugzeug. Aber der hat mich zum Glück in Ruhe gelassen. Vielleicht sollte ich oben drauf ein bisschen Grünzeug legen. Ja, hier habe ich mir mal gedacht, ich knall mal einen so ins Grüne. Weil ich habe schon mal ein, zwei einfach auf blauen Dunst rausgeknallt. Habt ihr da gesehen im Gebüsch? Also die Geschosse, die da rauskamen. So, jetzt höre ich am linken Ohr wieder ein. So. Ja, hier habe ich mich total verschätzt mit den Steinen. Ich habe hier unten einen Stein zu tief geknallt. Ich hätte... Ne? Ja, genau. Jetzt habe ich das mitgekriegt. Jetzt ist es aber ein bisschen sehr hoch. Aber jetzt wurde er rausgenommen. So, jetzt kuschel ich mich wieder ein bisschen zurück. Sehe den M18 da hinten. Und wollte ihn erst ein Stück in Sicherheit wiegen lassen und dann... habe ich bloß den da mit seiner Kamera rausgenommen. Ich sag mal Kamera. So, ich möchte euch gerne mal ein ganz kurzes Videoausschnitt zeigen von einem Video, was ich ein, zwei, drei Runden hier voraufgenommen habe, weil ich ja letztens gesagt habe, Teamfahrten hier und mit rausdrücken. Warte mal, guckt euch das mal an hier. Ja, letztens sagte ich ja, dass mit diesem Teams, dass das mittlerweile immer bekloppter wird. So, jetzt guckt euch mal diesen Klappspaten hier an. Was soll man dazu jetzt noch sagen? Stell dir mal vor, jetzt hätte da einer gestanden. So ein dämlicher Vollhonk. Was anderes kann ich leider dazu nicht sagen. Also... nee, so ein blöder... Ich habe gar keine Worte für so einen Vollidioten, ey. Totaler Honk in meinen Augen. Naja, wir machen weiter. Tja, was soll man dazu sagen, ne? Also mal ganz ehrlich, was ist das für ein... Ja, jetzt bin ich natürlich ein kleines bisschen... Nee, doch nicht, es war genau richtig. Aber was war das für ein Idiot, ne, in dem Video eben? Also so ein blöder Honk, ey. Also, naja, ist egal. Oh, der war natürlich wieder zu niedrig. Auch wieder zu niedrig. Zum Glück hat ihn einer
die Kette gezogen wahrscheinlich. Und ich gebe ihm den Rest. Abschuss Nummer 6. Und einmal den hier unten links eben eine Abschusshilfe. Ja, A wurde wieder zurückgeholt. Jetzt habe ich das eigentlich erst mitgekriegt, dass wir gar kein A, B, C haben. Ich hatte gedacht, hier links neben der, rechts neben den Stein ist C. Aber ist ja gar nicht. So, A wurde eingenommen. Jetzt sehe ich gleich, dass die alle sich Richtung den gegnerischen Spawn bewegen. Und ich kann auch sagen, hier passiert jetzt nichts mehr. Wir gewinnen die Runde auf jeden Fall, auch wenn das jetzt momentan nicht so aussieht. Weil die haben jetzt keine Chance mehr hier durch. Also ich mache auch keine Abschüsse mehr. Ich habe meine 6, mehr gibt nicht. Und wie gesagt, jetzt preschen wir alle zum Spawn hin und dann kommt keiner mehr durch. Und dann war's das.